Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem kleinen Kitchen Talk. Der Kitchen Talk findet immer dann statt, wenn ihr mir sehr viele Fragen gestellt habt, über die ich unmöglich Videos machen kann, weil es einfach zu viele werden. Dann versuche ich immer, einige Fragen zu klären, während ich etwas koche. Heute möchte ich ganz gerne, habe ich hier schon vorbereitet, Burger machen. Und zwar möchte ich gerne die Brötchen aus Avocado, aus Käse und aus Ei machen. Das ist ein Versuch. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Ich beginne erstmal mit der Grundmasse. Also ich habe die Avocados schon mal klein gemacht, dass wir die Zeit uns sparen. Jetzt tue ich ungefähr im selben Verhältnis, wie ich hier Avocados habe, auch Käse dazu. Das ist alles nur, dass ich ungefähr bei der gleichen Menge bin. So, dazu schmeiße ich jetzt einfach mal zwei Eier. Wie gesagt, das ist jetzt der erste Versuch. Ob das dann wirklich hinterher klappt, werden wir sehen. Und dann kommen da ein paar Gewürze zu. Was ich natürlich immer habe, ist Salz. Ihr wisst, Steinsalz ist extrem wichtig in der ketogenen Ernährung, einfach um sämtliche Elektrolyte aufzubauen. Dann braucht ihr auch kein Elektrolyte-Produkt mehr. Es gibt viele Firmen, die wollen euch da teure Sachen verkaufen. Glaubt mir, Salz alleine reicht es. Und dann könnt ihr im Prinzip dazu machen, was ihr wollt. Ich persönlich stehe wie immer so ein bisschen auf Zwiebelpulver. Dann gibt es hier so eine Bratkartoffelmischung. Das ist im Prinzip etwas Schärferes, also mit Chili und mit Pfeffer und verschiedenen mit Chili und Pfeffer und verschiedenen anderen Gewürzen. So, und das nehme ich jetzt als Grundmasse und das werde ich jetzt untereinander mischen. Währenddessen kümmern wir uns um die erste Frage. Die Fragen, die ihr mir zugeschickt habt, habe ich hier vor mir liegen. Wie gesagt, ich versuche möglichst viele zu beantworten. Gleichzeitig läuft die Zeit. Also, gut, erste Frage ist eine Supplement-Frage. Was ich denke, was das Sinnvollste und das Unsinnvollste, das unsinnigste Supplement sind. Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Da ihr wisst, dass ich mich immer versuche weiterzubilden und immer versuche auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu sein, kommt momentan immer stärker in Fokus, wie wichtig die Muskulatur ist. Aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, dass es mehr Energie braucht, das heißt, es ist leichter Fett zu verbrennen, sondern auch, tu mal mehr Käse rein, weil irgendwie ist mir das doch zu weich geworden. Probieren wir es mit mehr Käse. Mehr Käse ist immer gut. Sondern es geht auch darum, dass man verschiedene Tests gemacht hat. Und zwar geht es, wir haben ja eine Riesenpandemie mit Leuten, die, zum Beispiel Alzheimer haben, Demenz, also demenzielle Veränderungen haben. Und da wurde festgestellt, dass es natürlich eine Möglichkeit ist, das Gehirn zu trainieren. Und zwar kann man lernen, ganz klar. Aber es wurden Menschen genommen, die haben bestimmte Wortspiele gemacht. Das sind so bestimmte Gehirnjogging im Prinzip. Gegen Leute, die etwas mehr Muskulatur haben, die sich mehr bewegt haben. Es wurde festgestellt, die Leute, die sich mehr bewegen, haben auch eine höhere Gehirnaktivität. Darüber wurden dann weitere Studien gemacht, Forschung gemacht. Und es kam letztendlich raus, dass das Gehirn, umso mehr Muskulatur ihr habt, umso mehr muss es bewegen. Das heißt, umso mehr Impulse gibt es raus, das ist anstrengend fürs Gehirn. Das heißt, das Gehirn hat mehr als nur die Verbrennung, also die Muskulatur hat mehr als nur die Verbrennung, sondern, so, hier ist es fertig, sondern es geht auch darum, jetzt mache ich hier mal so, versuche ich mal was draus zu formen, keine Ahnung, ob das was wird, sondern es geht auch darum, dass es das Gehirn gleichzeitig mit trainiert. Darum ist die Muskulatur, wird Muskulatur einfach immer wichtiger. Gut, welches Supplement? Ganz eindeutig Kreatin. Kreatin hat einfach so viele positive Eigenschaften und unter anderem hilft es euch natürlich aufzubauen. Ihr bekommt mehr Kraftleistung. Über die Kraftleistung könnt ihr mehr trainieren, dadurch entstehen mehr Muskeln und so weiter. Und es ist mittlerweile auch festgestellt, dass es kognitiv unglaublich viele Vorteile hat. Es wird zum Beispiel bei Depressionen angewandt, es wird bei Angstzuständen angewandt. Also Kreatin ist für mich, also spätestens seit diesem Jahr, aber es war es eigentlich schon immer, aber gerade dieses Jahr kommen so viele neue Sachen über Kreatin raus. So, ich versuche mal vier Riesenbums zu machen, vier Riesenbrötchen zu machen. Ist Kreatin auf jeden Fall für mich absolute Nummer 1 und etwas, was ich als No-Brainer wirklich jedem Menschen einfach empfehlen würde. Keine Sorge, das, was ihr zunimmt, ist nicht weiter wichtig. Ihr werdet ein bisschen Wasser reinbekommen, was wir aber in der ketogenen Ernährung, was für uns aus verschiedenen Gründen auch gar nicht so schlecht ist, weil auch ein bisschen Wasser in der Muskulatur hilft unheimlich weiter. Gut, wir haben schon die Hälfte rum. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen.
Gut, die zweite Frage. Ein Plateau. Wie mache ich das mit Kalorien, wenn ich ein Plateau habe? Okay, also Kalorien. Gibt es viel zu sagen. Kalorien ist ein Riesenthema. Kalorien sind nämlich nicht Kalorien. Kalorien würde ich persönlich gar nicht mitrechnen. Ich würde mit Makros rechnen. Das heißt, ich würde immer gucken, wie viel brauche ich von was. Weil wenn ich euch nur sage, ihr braucht 2000 Kalorien und ihr braucht, sagen wir mal, 400 Gramm, ihr braucht 400 Kalorien aus Kohlenhydraten. Dann könnt ihr 400 Gramm aus Brokkoli nehmen oder aus Zucker. Ist natürlich ein Unterschied. Dann kommt auch darauf an, was passiert in eurem Körper damit. Es geht nämlich nicht darum, was ihr in den Mund nehmt. Es kommt darauf an, was im Körper ankommt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Ballaststoffe habt, sind auch Kalorien. Die nehmt ihr zu euch, aber die kommen eigentlich ungesehen wieder raus. Und das bedeutet, das sind ja eigentlich keine Kalorien, mit denen ihr einfach anfangen könnt. So, jetzt kann man sagen, ja, die kann man abrechnen, Net Carbs, aber auch das ist keine Rechnung, die man mehr macht. Das heißt, mit Kalorien würde ich nicht rechnen. Wenn ihr euch ketogen ernährt, ist wichtig, ihr rechnet euer Trockengewicht aus, das heißt, euer Körpergewicht minus Fett, dann habt ihr ein Trockengewicht, das nehmt ihr mal 1,6 und dann habt ihr das Eiweiß, was ihr braucht. Das solltet ihr im Auge behalten, dann bleibt ihr unter 20 Gramm Carbs und dann seid ihr im Prinzip da. Das ist alles, was ihr machen solltet. Habt ihr ein Plateau, ist es immer wichtig zu wissen, woher kommt dieses Plateau. Habt ihr wirklich ein Gewichtsplateau? Oder ist es nur das Gewichtsplateau? Das heißt, es kann sein, dass ihr zum Beispiel Körperfett verliert, aber auf der Waage sich nichts tut, weil ihr gleichzeitig Muskulatur aufbaut, was natürlich wünschenswert wäre. So, das heißt, ein Plateau kann verschiedene Gründe haben. Meistens ist es aber so, dass die Leute zu mir kommen, die halt nicht mehr abnehmen, dass sie einfach schlicht und ergreifend zu viel Fett haben. Das heißt, da ein bisschen drauf achten. Gut, Personal Training. Ja. Ich biete Personal Training an, das werde ich jetzt auch immer häufiger gefragt. Immer mehr Leute wollen 1:1 Betreuung haben, biete ich an. Ich biete noch diesen Monat im Prinzip ein Gespräch an. Danach in dem Gespräch schauen wir, wohin du willst. Dann baue ich dir für einen Monat einen Ernährungsplan. Wir schauen, ob im Supplementen alles klappt und so weiter. Das machst du eine Woche, dann sprechen wir nochmal, schauen, ob alles läuft und das Ganze läuft dann einen Monat. Gleichzeitig bekommst du mein WhatsApp. Über WhatsApp kannst du dann, wenn irgendwie Fragen sind, egal ob Training oder irgendwas anderes, stellen. Das Ganze für 30 Tage dauert 100 Euro, dauert 30 Tage, kostet 100 Euro. Das ist momentan das Angebot. Wenn du ein 1:1 wirklich haben willst, das macht für die meisten Leute keinen Sinn. Das macht wirklich eher Sinn, wenn du sagst, ich bin Profi und ich verdiene damit Geld, das wird zu teuer. Gut. Womit beschäftige ich mich gerade? Ja, wie ihr wisst, ich bin immer unterwegs. Die Leute, die auch in dem Chat sind, in meinem Telegram-Chat, die wissen, ich schlage mir fast jede Nacht um die Ohren, um die neuesten Sachen mir anzuschauen. Wie gesagt, gerade in Deutschland sind wir leider sehr eingefahren. Wir einmal etwas meinen zu wissen, halten wir daran fest. Wir verstehen halt nicht, dass eigentlich alle Forschung sich alle 5 Jahre erneuert und halt gerne an den älteren Sachen festhält, soll man das machen. Und älter muss ja auch nicht immer schlecht sein. Guckt mich an, ich bin auch älter und bin auch nicht der Schlimmste, glaube ich, auf dieser Welt. Gut, also womit setze ich mich auseinander? Wie gesagt, momentan ist Muskulatur. Es geht darum, dass es immer wichtiger wird oder immer wertvoller Einblicke gibt, was Muskulatur macht. Das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Und zwar, dass wir lernen, dass die Muskulatur eigentlich mit das größte Organ ist, was wir haben. Und dass es mehr steuert als nur das, wovon wir ausgegangen sind. Also mehr als nur verbrennt, sondern uns auch ganz viele andere, gerade kognitive Vorteile gibt im Kampf gegen demenzielle Veränderungen. Und das ist das, wo ich mich gerade stark mit auseinandersetze, was in Deutschland leider noch gar kein Thema ist. Da muss ich halt auch immer in die USA, aber da bin ich halt mittlerweile gewöhnt. Und wahrscheinlich wird die junge Dame von gestern sagen, nein, nein, Muskulatur braucht man nicht. Ja, aber, Entschuldigung, den Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, aber es ist das, wo ich mich momentan mit auseinandersetze und was ich einfach ein sehr spannendes Thema finde, weil es da sehr, sehr junge, sehr innovative Forschung gibt, die mir richtig viel Spaß macht, weil einfach, ich mag es einfach, wenn man mal anders an die Sache ranguckt. Ich habe auch etwas gelernt, sehr früh, deswegen bin ich mit Sicherheit auch in vielen Sachen anders, als ihr das kennt. Wenn mir jemand etwas sagt und es gefällt mir, dann ist für mich nicht die Frage, toll, der Physiotherapeut, der Masseur hat gesagt, so und so ist das, sondern ich frage, warum kann das nicht sein? So, das ist etwas, was ich nicht nur im Geschäft erlebt habe, sondern auch, was ich in Sport immer gehabt habe. Warum ist das so? Das ist so gut? Warum? Das kann nicht sein, aber warum kann es nicht sein? Und wenn ich dann untersuche und ich finde raus, dass es wirklich so sein kann, nehme ich es an. Sonst nehme ich Sachen erstmal nicht an. Und darum ist es für mich halt wichtig, immer wieder zu schauen, was passiert und auch immer mal wieder über meinen Tellerrand hinauszugehen. Wobei es halt
bei vielen Themen einfach so ist, um dieses hier Thema jetzt endgültig abzuschließen. Ich weiß, gestern haben sich viele bei mir gemeldet und haben gesagt, ja gut, ihr verkauft doch exogene Ketone. Bitte, das soll hier überhaupt kein Shitstorm sein. Das wird auch das letzte Mal sein, dass ich über das Thema rede. Jeder versucht irgendwie Geld zu verdienen und wenn das ihr Weg ist, dann ist das ihr Weg. Und ich persönlich wisst, ihr halte nichts davon, aber das ist egal. Nur zum Beispiel das, worauf sie sich bezog, es ist halt, es geht immer um Klicks. Letztendlich geht es im Internet, auch das, was ich mache, geht es immer um Klicks. Und es ist einfach sehr viel besser zu verkaufen, wenn ich sage, hey, Cola erregt Krebs. Das verkauft sich tatsächlich besser, als wenn man sagt, nee, neuesten Forschungen sagen, Cola ist gut, also tut euch nichts. Es gibt mittlerweile sogar Forschungen, die den Vorteil von Aspartam auf Magenwände haben. Aber gut, das wäre jetzt zu weit. Jetzt wird sie versuchen, wahrscheinlich einen Scheiterhaufen irgendwie für mich aufzumachen. Aber es ist halt, es gibt halt, wie gesagt, immer bestimmt, wenn ihr euch zum Beispiel dieses Video anschaut, was sie hat und das Thema von diesem Mann euch anschaut, hat dieses Thema einfach 50 Mal aufgegriffen und er hat jedes Mal eine sehr hohe Klickrate. Und das ist halt das, wie es bei YouTube und bei TikTok halt funktioniert, was ich einfach, da habe ich keinen Spaß dran. Wiederholung. Das heißt, ich mache jetzt ein Thema, ich bringe zum Beispiel raus, rosa Gummibärchen machen euch reich und sexy. Ich kriege dafür 1 Million Klicks, dann mache ich dieses Thema alle 3-4 Wochen. Und ich ändere es auch nicht. Vielleicht kommt mittlerweile raus, dass sie nicht rosa sein müssen, sondern grün, egal. Das funktioniert einmal, es funktioniert immer. Und das ist auch der Grund, warum dieser, um den es da geht, mittlerweile von den meisten Forschern eigentlich abgestraft wird, weil seine Sachen einfach überholt sind und er in dem, was er macht, längst überholt ist. Er hat sehr viele Follower, die aber, wenn man das auch mal hinterschaut, das ist auch schon 1000-mal erklärt worden, größtenteils aus dem asiatischen Bereich sind, weil er sehr früh angefangen hat, sich in China groß zu machen. Und das sind zum größten Teil Chinesen, was nicht schlimm ist. Ne? Also nichts gegen Chinesen, überhaupt nicht. Ich arbeite auf einer chinesischen Plattform und ich gucke mir jetzt ein chinesisches Auto an, alles cool. Aber es ist halt, dann ist die Menge der Follower auch nicht wirklich interessant. Von den Leuten, die wirklich was in dem Bereich machen, wird der eigentlich mittlerweile wirklich links liegen gelassen. Aus verschiedenen Gründen, schaut euch an, seinen Namen und dann das Video, seinen Sohn dazu, dann wisst ihr, warum ich diesen Menschen nicht mehr folge, habe ich früher auch gemacht, aber warum ich auch seine Videos nicht mehr ernst nehmen kann. Thema damit erledigt. Wenn du das gesehen hast, junge Dame, sorry, das war wirklich das letzte Mal. Ich werde auch darauf nicht mehr antworten, egal wie oft ich diese Frage jetzt bekomme. Gut, also das ist das, was ich im Augenblick mache. Mein Nummer 1 Tipp für Abnehmen. Geduld. Und immer weitermachen. Es ist wichtig, ihr habt ein bestimmtes Tool, das ihr macht. Ihr habt eine bestimmte Art, für die ihr euch entschieden habt. Die funktioniert einmal und dann, umso niedriger ihr geht, umso schwieriger wird das. Na, bei mir ist zum Beispiel auch, wie ihr seht, ich habe relativ viel abgenommen. Jetzt wird es langsam. Es ging am Anfang sehr schnell, jetzt wird es einfach langsam. Das ist okay. Ich weiß, es geht einfach nicht anders, weil umso weniger Fett ihr habt, umso schwieriger wird das Ganze und umso eher wird euer Körper das halten. Und das ist auch gut so. Das ist halt ein Überlebensinstinkt, den er hat. So, wir gucken mal nach unseren Brötchen. Nee. So, von daher, also Geduld. Geduld und Durchhaltevermögen ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste, der wichtigste Tipp. Und egal, was ihr macht, ich bekomme halt häufig die Nachrichten, ey, ich mache das jetzt seit 4 Tagen und ich habe noch keine 10 Kilo abgenommen. Natürlich nicht. Ja, es gibt 1000 Gründe, warum es ein bisschen dauert. Geduld und Durchhaltevermögen, egal was. Trust the process, also vertraut dem Prozess, in den ihr euch da begeben habt. Es wird funktionieren. Zum Beispiel, wenn ihr Keto richtig macht, und ich meine nicht dieses Internet-Keto mit irgendwelchen Backen und keine Ahnung was, sondern richtiges Keto, werdet ihr abnehmen. Es kann halt sein, aus verschiedensten Gründen, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, dass es ein bisschen dauert, weil ihr zum Beispiel eine Insulinresistenz habt oder. Es gibt 1000 Möglichkeiten, woran es liegt. Ihr solltet am Anfang natürlich einmal schauen, ob eure Makros stimmen, das ist halt wichtig. Bitte nicht Kalorien rechnen und vor allem nicht Kalorien an einem Rechner ausrechnen, der eigentlich für was ganz anderes ist und dann sagen, das muss ich jetzt bei Keto umsetzen, das funktioniert nicht. Sondern einfach verstehen, ihr braucht euer Eiweiß, Trockengewicht mal 1,6, unter 20 Gramm Total Carbs, also alle Kohlenhydrate zusammen, inklusive Ballaststoffen, inklusive allem. Und dann nur das Fett, was ihr zum Kochen braucht, mehr braucht ihr nicht. Und dann funktioniert es auf jeden Fall. Wenn es dann nicht funktioniert und ihr wirklich genau das macht, dann solltet ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr irgendein Problem habt, was Keto gerade behebt. So, der nächste ist, bei Kalorien geht es einfach darum, wenn ihr diese Kalorienrechner benutzt. Das ist was ich ganz häufig bekomme. Hey, ich habe ausgerechnet, ich brauche 2500 Kalorien. So,
Ich mache das, aber ich nehme nicht ab. Ja, kein Wunder. Gibt es ganz viele Gründe für. Weil Kalorien sind A, nicht Kalorien. Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Ja, also 50 Gramm aus Zucker ist was anderes als 50 Gramm aus Brokkoli. Für den Körper, ganz klar. Dann ist es so, dass Firmen auf ihren Angaben bis zu 25% Abweichung haben können. Wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel Eiweißpulver und ich nehme ein Eiweißbrot und ich nehme, keine Ahnung, was hochverarbeitete Sachen, dann kann das 25% Abweichung haben. Dann weißt du nicht, ja, ob du wirklich 1000 Kalorien zu dir nimmst oder 1250. Ja, das ist dann so ein bisschen Rätselraten, dass du halt schaust, was passiert. Darum ist das gar keine gute Idee und darum machen Kalorien einfach aus so vielerlei Hinsicht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und Keto funktioniert auch nicht so. Keto funktioniert nicht mit Kalorien. Kalorien ist Internet-Keto. Was für die Leute, die nicht verstanden haben, wie Keto funktioniert mit dem Einsatz von Hormonen. Es geht eigentlich nur generell um, es geht um Wachstumshormone, es geht um Insulin, es geht um die Steuerung davon, es geht nicht um Kalorien. Ja? Gut, welche Fragen haben wir noch? Jetzt bin ich selber durcheinander. Autophagie, ja, das habe ich eben in einem Video schon beantwortet, wer es nicht gesehen hat. Also, wie das mit der Autophagie aussieht, weil da ändert sich auch gerade ganz viel. Die genaue Frage war, ja, ob ihr fasten müsst, bei Keto generell gehört es dazu, ja, aber ihr müsst nicht unbedingt fasten, weil eine Autophagie gibt es verschiedene Gründe, wieso eine Autophagie funktioniert. Das ist zum einen, klar, wenn ihr fastet, das ist zum anderen, wenn ihr Sport macht und das ist der dritte Grund, wenn ihr in einem Kaloriendefizit seid. So, wenn ihr Keto macht, seid ihr auch in einem Kaloriendefizit. Ja, ich spreche von Kalorien, weil Kalorien gibt es schon, das ist nur schwer zu berechnen, ne? So, das heißt, bei Keto oder auch wenn ihr intermittierendes Fasten macht, ist es so, dass ihr eine Mahlzeit auslasst letztendlich oder später esst und dadurch halt natürlich in ein Kaloriendefizit kommt und dadurch halt in die Autophagie kommt. Es gibt aber die neuesten Forschungen, die super spannend in diesem Bereich sind, wo eigentlich gesehen wird, dass wenn ihr, nehmen wir an, ihr esst 2000 Kalorien, viel zu viel, aber 1000, ja, 1000 besser. Ihr esst 1000 Kalorien und die esst ihr auf drei Male verteilt. Also 3x333 Kalorien, seid ihr den ganzen Tag im Defizit. Alles ist gut, ihr habt im Prinzip fast 24 Stunden eine leichte Autophagie. Nehmt ihr diese 1000 Kalorien und esst die OMAD, also One Meal a Day, einmal am Tag, dann habt ihr 23 Stunden eine etwas stärkere Autophagie. Und danach, wenn ihr es esst, habt ihr erstmal eine ganze Weile gar keine Autophagie. Seid ihr sowas von rausgeschmissen, ja, dass es unterm Strich mehr Sinn macht, wirklich häufiger weniger zu essen. Ich persönlich halte nur von der Autophagie wirklich sehr viel mehr davon, weil es einfach Sinn macht. Trotzdem geht es ja beim Fasten nicht nur um Autophagie, sondern es geht auch darum, dass ihr versucht, euer Insulin unten zu halten. Und das könnt ihr einfach dadurch unten halten, indem ihr weniger seltener esst. Das heißt, ich würde trotzdem euch empfehlen, wegen der Menge auf einmal immer zweimal am Tag zu essen. Einfach deswegen, weil ihr euren Magen darauf vorbereiten könnt, dass was kommt. Ihr habt keinen so einen hohen Anstieg von Insulin und ihr seid etwas besser versorgt. Also zweimal am Tag würde ich im Prinzip immer empfehlen zu essen. So, und soweit dazu. Wir schauen mal, wie weit der hier ist. Das dauert irgendwie noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Also, da sind wir. Wie ihr seht, die Brötchen sind fertig. Sind gut geworden. Also von der Konsistenz kann man nichts gegen sagen. Echt schön geworden, sind fest genug. So, was mache ich mir jetzt da drauf? Ich habe mir einen Ketchup selber gemacht, obwohl man hier natürlich nicht wirklich viel braucht, weil durch die Avocado und den Käse es natürlich schon sehr fett ist. Trotzdem habe ich mir so ein bisschen Keto-Ketchup gemacht. Also ich mache einen Keto-Ketchup drauf. Dann hatte ich mir überlegt, es mir mit Lachs zu belegen. So, richtig schön ordentlich Lachs drauf. Gut, dann etwas Rucola. Rucola hat vor allen Dingen den Vorteil, dass dieses Bittere sehr, sehr gut für eure Leber ist. Also schön Rucola drauf. So, dann wieder den zweiten Bam. Ich sag immer Bam, ne? Das zweite Brötchen belegen. Und drauf. Und ich würde sagen, guten Appetit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Und wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne, schickt sie mir, schreibt sie mir. Und beim nächsten Kitchen Talk geht's weiter. Macht's gut.